Heute möchte ich mal einen Tag mit euch machen, weil ich Tags eigentlich immer richtig witzig finde. Und hierbei geht es um den Dies- oder Das-Tag. Die Fragen habe ich hier auf meinem iPhone, deswegen muss ich manchmal ein bisschen runtergucken. So, fangen wir mal an. Laptop oder Computer? Ganz klar Laptop. Es gibt nichts Geileres, als mit dem Laptop auf dem Sofa oder im Bett zu liegen und irgendwie einen Film zu gucken oder was zu spielen oder einfach ein bisschen rumzudaddeln. Also auf jeden Fall Laptop. McDonald's oder Burger King? Auf jeden Fall Burger King, würde ich jetzt sagen, weil ich finde, da schmeckt es einfach ein bisschen frischer. Und es ist total geil. Die haben entweder im King des Monats den Crispy Chicken oder in den Probierwochen. Und die Angebote sind einfach besser als bei Mc's. Deo Roller oder Deo Spray? Deo Roller. Ich weiß nicht warum. Habe ich schon immer gehabt und ich finde es einfach irgendwie besser. Äpfel oder Erdbeeren? Ganz klar Erdbeeren. Es gibt nichts Geileres als eine schöne Erdbeere im Sommer oder zum Herbst. Erdbeeren, Schokolade kannst du auch auf Kirmes kaufen oder auch ein Schokofondue. Also auf jeden Fall Erdbeeren. Katzen oder Hunde? Hunde. Katzen sind mir irgendwie unsympathisch. Ich weiß nicht warum. Ich finde die einfach ja, nicht so sympathisch und nett wie Hunde. Hunde freuen sich, wenn du nach Hause kommst und mit denen kannst du was machen und die hören auf dich und... Ja, Katzen sind sehr eigenwillig. Ich weiß nicht, es sind nicht so meine Tiere. Blond oder braun? Ja, eindeutig blond, würde ich sagen. Steht mir auch. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall braun. Ich finde braune Haare eigentlich immer ganz schön. Die gibt es ja auch in verschiedenen Farbnuancen und ja, doch, braun. Süßes Essen oder herzhaftes Essen? Das kommt ganz auf den Tag drauf an. Manchmal habe ich richtig Bock auf süße Pfannkuchen oder Kuchen oder Schokolade. Und manchmal habe ich aber auch richtig Bock auf irgendwas Herzhaftes. Irgendwie... Jetzt fällt mir kein Beispiel ein. Herzhaftes Essen halt. Ist halt einfach. Es kommt auf den Tag drauf an und auch auf die Zeit. Also ich finde, mittags kann man ganz gut was Herzhaftes essen und morgens was Süßes. Nutella-Toast oder so. So, die nächste Frage. Lego oder Playmobil? Ganz klar Playmobil. Ich hatte früher alles von Playmobil. Ich hatte einen Bauernhof, ich hatte Pferde, Hunde, Katzen und das war einfach süß gestaltet. Klar, Lego ist auch ganz cool, weil man da alles zusammenbauen kann und so, aber irgendwie fand ich Playmobil immer besser. Nike oder Adidas? Ganz klar Adidas. Ich habe jetzt zwar auch nur zwei Paar Adidas Schuhe oder zwei Schuhpaare von Adidas, aber die gefallen mir irgendwie besser. Ich mag auch den Haken von Nike nicht so sehr. Das gefällt mir einfach nicht. iPhone oder Samsung Galaxy? Ja, könnt ihr es sehen? Es ist ein iPhone. Ich hatte einmal ein Samsung Galaxy, es war das S4. Und irgendwie waren wir nicht so. So, wir waren eher so. So. War nicht so die beste Idee. Und seitdem bin ich wieder auf Apple und das ist schon ganz gut eigentlich. Party oder chillen? Das kommt auch so ein bisschen auf die Jahreszeit schon fast an. Im Sommer gehe ich ganz gerne mal irgendwie feiern. Da ist das Wetter ja auch ganz schön und da sind einfach auch mehr Partys bei uns hier in der Gegend. Und im Winter liege ich auch ganz gerne auf dem Sofa, weil draußen ist eh kalt und eklig und ja, kannst auch zu Hause bleiben. Subway oder KFC? Ganz klar KFC. Wir haben das hier zwar nicht so in der Nähe, nahen Umgebung, aber wenn ich mal irgendwo bin, wo es KFC gibt, dann gehe ich auch zu KFC. Links- oder Rechtshänder? Ich bin Rechtshänder und ich kann mit links wirklich gar nicht schreiben. Also nicht mal so ein bisschen. Mein Name geht vielleicht gleich noch, hallo schaffe ich auch noch und dann hört es einfach auf. Ich mache alles mit rechts. Das klappt auch ganz gut. Cola oder Fanta? Das kommt auch auf die Tagesform an. Ja, drauf an. Auf und an trinke ich ganz gerne mal eine Fanta, aber in der Regel trinke ich eigentlich immer Cola, wenn wir irgendwie essen gehen oder so. Aber zu Hause haben wir eigentlich weder noch. Horror- oder Liebesfilme? Ja, auch sowohl als auch. Alleine gucke ich mir lieber Liebesfilme an, aber wenn ich jetzt mit meinem Freund einen DVD-Abend mache, dann gucken wir eigentlich gemeinsam ganz gerne Horrorfilme. Und ja, die Mischung macht's. Nintendo oder PlayStation? Ganz klar Nintendo. Früher, als ich ganz klein war, hatten wir den N64 oder die N64 und das hat mich so ein bisschen geprägt. Das war einfach cool, man konnte mit seinen Freunden spielen und man saß nebeneinander und hat ja mitgefiebert und konnte das alles sehen. Und PlayStation, weiß ich nicht.
ja, ist auch mal ganz nett. Aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen diese Möglichkeit, wirklich mit jemandem zusammen zu spielen. So, weiß ich nicht, von Nintendo gibt es so viele Dinge wie Mario Party, Super Smash Brothers. Das ist einfach cooler. Canon oder Nikon? Ich habe jetzt die Kamera von Canon und auch der Camcorder ist von Canon. Und ich bin mit beidem eigentlich wirklich zufrieden, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht so die, ja, Ahnung in Anführungsstrichen. Ich bin zufrieden und sage jetzt einfach Canon. Kino oder DVDs? Ja, das kommt auf den Film drauf an. Es gibt einfach Filme, die muss man im Kino gesehen haben. Herr der Ringe zum Beispiel oder Der Hobbit oder auch Tribute von Panem. So die ganzen Fantasy-Sachen finde ich im Kino manchmal einfach geiler, weil die Leinwand einfach größer ist, weil man 3D-Effekte hat, weil der Sound ein ganz anderer ist als dann eben auf dem Fernseher. Aber genauso gut gibt es auch Filme, die gucke ich mir lieber auf DVD an, weil die vielleicht ja nicht das Geld wert sind, um ins Kino zu gehen. Nein. Aber man kann sich auch ganz gut so Filme wie Herr der Ringe nachher nochmal auf der DVD angucken. Das ist auch gar keine Frage. Aber da lohnt es sich einfach, das Geld auszugeben, finde ich. Weihnachten oder Geburtstag? Ganz schwer, finde ich. Also Weihnachten finde ich einfach geil, weil man da vorher schon so ein bisschen weihnachtliche Stimmung verbreiten kann. Man kann dekorieren und es kommen Weihnachtslieder und Last Christmas läuft im Radio und es gibt den Weihnachtsmarkt und es ist alles schön und alles leuchtet und da ist Weihnachten schon echt cool. Aber Geburtstag ist auch nicht schlecht. Ist beides eigentlich ziemlich gut. Doch. Zocken oder Skaten? Ja, da ich ja kein Skateboard fahren kann und auch kein Longboard fahren kann und auch keine Inline-Skates habe, sage ich jetzt einfach mal zocken. Also ich zocke jetzt nicht viel, aber ich würde mich jetzt gerade spontan auf jeden Fall fürs Zocken entscheiden. Nacht oder Tag? Ganz klar Tag. Nacht ist auch ganz nett und kann man auch mal was machen. Aber nachts schlafe ich auch ganz gerne, weil ich auch ein Frühaufsteher bin. Und ja, also ich bin eher so der Tagmensch, der dann auch am Tag was unternehmen will und was machen möchte. Und abends dann eben müde wird und schläft. Beziehung oder Single? Ja, ich würde sagen Beziehung. Ich wohne ja auch mit meinem Freund zusammen und es ist eigentlich auch ganz schön. Und ja, ich bin eher der Beziehungsmensch. Disney oder Looney Tunes? Was ist das bitte für eine Frage? Disney auf jeden Fall. Es gibt nichts Besseres als Disney-Filme. König der Löwen, Pocahontas, Mulan, was gibt's noch? Cinderella, Frozen. Es gibt ja auch wirklich gute neue Disney-Filme und gute alte Disney-Filme. Und es ist einfach für jedes Alter was. Als Kind kann man sich das angucken, als Erwachsener kann man sich das angucken. Das ist süß gemacht und ja, Disney ist gut. Apple oder Microsoft? Ja, also ich habe jetzt leider kein MacBook, ich hätte aber gerne ein MacBook und ich würde jetzt notgedrungenermaßen sagen Microsoft, weil ich halt ein Windows habe. Baden oder duschen? Auf jeden Fall duschen. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Badewannentyp. Ich frage mich nach der Zeit immer, was ich da soll. Ich weiß nicht, ist einfach langweilig. Dann lieber schnell duschen und dann weitermachen. Batman oder Spider-Man? Ja, obwohl ich ja keine Spinnen mag und wirklich ein bisschen Angst vor Spinnen habe, würde ich Spider-Man sagen. Aber auch nur die ersten Teile. Ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der war ganz cool. Das hat einfach gepasst. Also die Filme habe ich mir wirklich gerne angeguckt. Dunkin' Donuts oder Starbucks? Auf jeden Fall kann ich mich nicht entscheiden. Er ist echt doof. Dunkin' Donuts ist mega geil, weil es ja so viele verschiedene Donuts gibt. Aber Starbucks ist auch ziemlich geil, weil es so viele Kaffee-Variationen gibt. Aber Starbucks ist teuer. Dunkin' Donuts aber auch. Ich kann mich nicht entscheiden, ich nehme beides. Gestylte Haare oder Mütze? Ungestylte Haare ohne Mütze? Manga oder Comics? Manga. Also ich habe früher, klar habe ich die Wendy gelesen, da waren auch Comics drin und in der Lissy auch. Aber an sich lese ich lieber Mangas. Ich hatte auch ganz viele Mangas und doch, Mangas sind eigentlich schon ganz cool. YouTube oder Fernsehen? Ganz klar YouTube. Wenn ich alleine zu Hause bin, brauche ich auch keinen Fernseher mehr, weil dann gucke ich mir lieber ja, irgendwelche YouTube-Videos an von anderen YouTubern und gucke mir Tutorials an und ja, YouTube. Auf jeden Fall YouTube. Ja, das war's auch schon. Danke, dass ihr bis zum Schluss dran wart
Und mir hat dieser Tag sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, das ist wirklich immer eine lustige Idee. Und wenn ihr auch Spaß daran hattet, hinterlasst dem Video doch einfach einen Daumen hoch. Und ja, den Rest findet ihr alles in der Infobox, da unten, so, da so. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.